Herzlich willkommen in Kopenhagen. Mein Name ist Ralf und das Folgende erwartet euch jetzt. Das Rathaus von Kopenhagen besteht schon seit dem Jahre 1905. Der Turm ist knapp 106 Meter hoch und somit nur geringfügig kleiner als der des Schloss Christiansborg. Vor dem Rathaus liegt der sehr große Rathausplatz. Nach hier kommt man ganz bequem per U-Bahn. Eine entsprechende Station ist unmittelbar am Platz gelegen. Der Rathausplatz ist auch mein Startpunkt direkt durch die Fußgänger-Einkaufsstraße Strøget bis hin nach Nyhavn. Dies ist eine Strecke von gut 1,2 Kilometer. Mit flottem Schritt nehme ich euch mal mit auf den Weg. In der Fußgängerzone sind alle namhaften Läden zu finden, natürlich zu dänischen Preisen, die nicht gerade günstig sind. Der Gammeltorf ist der älteste Platz in Kopenhagen und geht schon auf die Gründung der Stadt im 12. Jahrhundert zurück. Auf dem Platz oder in unmittelbarer Nähe befanden sich mehrere ehemalige Rathäuser. Auch auf Sicherheit wird für alle geachtet. Deswegen ist auch die Polizei in der Fußgängerzone anwesend.
Zielstrebig geht es auf den Amagertorv. Er wird oft als der zentralste Platz in Kopenhagen bezeichnet und erhielt seinen Namen von den Amagerbauern, die im Mittelalter in die Stadt kamen, um ihre Produkte an diesem Platz zu verkaufen. Jetzt haben wir das Ende der Einkaufsmeile endlich erreicht. Diese endet direkt in den Kongens Nytorv, welcher der größte Platz in der Innenstadt von Kopenhagen ist. Er verbindet die Einkaufsstraße Strøget mit Nyhavn. Nyhavn war ursprünglich ein geschäftiger Handelshafen. Hier legten Schiffe aus aller Welt an und es gab verschiedene Kneipen und Bars. Heute ist das ganze Viertel komplett renoviert und beherbergt edle Restaurants. Man kann am Kanal wunderbar entspannen bei leckerem Essen und Trinken und lauscht unterschiedlichen Musikklängen. Das älteste Haus ist die Nummer 9 und ist aus dem Jahre 1681.